Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, beim letzten Mal sind wir ja hier in Dryfield angekommen und sind hier in einer Garage gelandet, Freunde. Und wir haben da vorne ein Geräusch gehört. Genau, da würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal an hier. Was ist denn da? Ziemlich dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ich sehe nichts. Okay, machen wir mal direkt mal hier weiter. Also, wir waren ja hier, ne? Und gibt es hier noch irgendwas anderes? Nein. So, die Sicherung ist unten. Ja, dann schalt das einfach mal ein. Die Sicherung ist oben. Ah. Ach, ja, ja, stimmt. Wir haben ja hier vorne dieses Stromding da gesehen. Na, und genau, wir müssen ja auf die andere Seite rüber. Und das geht von natürlich nicht, weil hier auf dem Lift steht ein unbereifter Wagen. Hier kommt man nicht rein, Leute. Und da drinnen ist ja irgendjemand, ne? Zumindest vermuten wir es. Können hier noch vorbei, oder was? Nee. Ach, nee, stimmt. Moment mal. Ich glaube, man kann doch hier die, hier diese Tür aufmachen, ne? Eine Gittertür, die von innen verschlossen ist. Von innen abgeschlossen. Ah, okay, nee, das geht dann noch nicht. Okay. Gut, dann müssen wir das hier machen. So, mit dem Ding kann man nämlich hier das Auto drehen. Machen wir untersuchen. Strom ist da. Da kann man nämlich das Auto hier drehen, schaut mal. Genau so. Aber das knallt da unten gegen. das müssen wir dann erstmal hoch machen, ne? Genau. Das ist so ein kleines Mini-Rätsel hier vorne. Und in dem Kofferraum ist, glaube ich, noch was drin, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt können wir das umdrehen. Ja, sehr schöne Animation, ich weiß. Ah, komm schon. Das kann man doch auch bestimmt wegdrücken, oder? Ja, kann man. Okay, dann fahr das mal runter. Ich will in den Kofferraum gucken. Ja, ja, ja. Euch alles gut? Bei mir ja. So, Leute, dann schauen wir uns mal den Kofferraum an. Lalala, hier, genau. Seht ihr das? Da ist nämlich was drin. Schaut mal. Schrotpatronen. Jawohl, Leute. Sonst ist nichts, ne? Nichts mehr drin, alles klar. Finde ich cool gemacht, dass man hier den Kofferraum aufmachen kann. Die Schrotpatronen, Leute. Was sind denn das für Dinger? Hier, Schrotpatronen. Ja, Slack. Das sind stärkere. Stimmt, das sind enorme Durchschlagskraft. Das sind stärkere Patronen. Die werde ich mir definitiv aussparen. Für den einen Boss, den es hier gibt. So, jetzt können wir hier zumindest schon mal hier an diesen roten Schalter. Was ist das für ein Schalter? Drücken. Das Schloss ist nun offen. Man könnte denken, dass es das Schloss hierfür ist. Aber hier kommen wir nach wie vor nicht rein. Deshalb, Leute, müssen wir jetzt erstmal hier wieder zurück. Hier hören wir jetzt nämlich hier eine Gittertür. Sie ist verschlossen. Ein Türschloss entriegeln, Leute. Können wir uns hier so einen kleinen Durchgang aufmachen. Und somit können wir jetzt das Auto wieder umdrehen und kommen danach hinten in die Tür rein. Genau. So, dann fahr das erstmal wieder hoch hier. Währenddessen muss ich mal einmal ganz kurz mein Ohr kratzen. So, gut, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Drehen wir das ganze Ding nochmal. Gut, das reicht. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was denn dahinter ist. Dann schauen wir uns das doch mal an hier. So, jetzt kommen wir nämlich hier rein und wir können hier das Tor öffnen. So. Oh, Cutscene. Wer ist da? Was tun Sie in meiner Werkstatt? Nicht schießen. FBI. Hey, keine Bewegung. Seit wann darf das FBI in Häuser einbrechen? Gut getarnt, aber mich legt niemand rein. Ich bin kein Monster. Wollen Sie meine Marke sehen? Na gut.
Ah, der Typ, der ist ein bisschen skeptisch. MITF? Ja, MITF. Eine staatliche Anti-Monster-Einheit. Wer ist sonst noch hier? Nur ich alleine. Und ich dachte, es kommt Hilfe. Was soll ich mit so einer Göre? Ich höre jedes Wort. Sind hier auch Monster? Hast du auch gesehen? Hä? Jede Menge. Und die Bewohner? Ein paar wurden getötet. Die Überlebenden sind geflohen. Erzählen Sie mehr. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss mal eine Runde drehen. Oh, coole Musik. Kann ich helfen? Sehr witzig. Ich habe überall Fallen aufgestellt. Aber... ja, der kommt schon alleine klar. Ruhen Sie sich lieber aus und gehen Sie ins Motel. Ah, schaut mal, jetzt haben wir hier diesen Schlüssel Nummer 6 erhalten. Das Zimmer war oben auf dem Balkon. Alles klar. Ach ja, mein Name ist Gary Douglas, Schrotthändler. Ich bin Aya Brewer. Aya? Aya? Den Namen kenne ich doch. Kann nicht sein, er ist japanisch. Naja, egal. Okay, der hat anscheinend schon mal was von uns gelesen, hier, der Typ. Oh, die Knarre, die kann er mir doch direkt mal geben hier, oder? Das Zimmer ist im ersten Stock. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Der Besitzer ist geflohen, ich bin jetzt der Hausmeister. Ah ja. Aber Vorsicht, die Monster tarnen sich als Menschen. Haben wir schon gesehen. Nun, Sie müssen ja Bescheid wissen. Ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Okay. Nein. Ja. Ein neuer Freund hier. Douglas also. Okay. Ja. Hat eine fette Pumpgun da. Der kann sich schon selber hier verteidigen. Und hier ist gar nichts, ne? Ein Haufen Batterien und Schmieröl. Nichts von Interesse. Alles klar. Was ist das hier? Ah. Toller Wagen, was? Naja. Geht so. Die Farbe braun gefällt mir bei Autos jetzt nicht so. Naja, egal, bitte. Können wir hier rein? Wo wollen Sie hin? Das ist die falsche Richtung. Ja, ist ja gut. Dann halt nicht. Was sagt er hier jetzt noch? Toller Wagen, was? Ja, okay. Hier kann man erstmal nichts machen. Gut, dann schauen wir uns doch erstmal hier in seiner Garage hier noch so ein bisschen um. So, was haben wir denn hier? Ein Plastikkanister. Da ist ja schon wieder ein Loch drin. Meine Güte. Ein kaputter Plastikkanister. Ja, gut. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei Parasite Eve 2. Freut mich sehr. Ein unaufgeräumter Tisch. Eine Recycling-Warenliste. Nichts von Interesse. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, genau. Seid herzlich willkommen. Der Boden ist ausgebrannt. Man hat hier etwas verbrannt. Eine ausgebrannte Tonne. Ja, wir gucken uns alles an hier. Wirklich alles, weil ich will nichts übersehen. Zangen, Hämmer, Schraubenzieher, Bohrer. So viele Werkzeuge. Die gehören Mr. Douglas. Ich fasse lieber nichts an. Diese Werkzeuge gehören Mr. Douglas. Alles klar, sonst gibt's hier nichts, ne? Wir müssen ja dann... müssen wir uns jetzt ausruhen, hat er gesagt, im Zimmer Nummer 6. Gut, dann lasse ich den mal einfach mal so alleine. Ja, pff, der kommt alleine klar anscheinend. Ich finde seine Musik cool hier. Du, bu, 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 bu. Hat sowas Chilliges. So, gibt's jetzt hier wieder Gegner? Jede Menge Leute, jede Menge Gegner. Sehr schön, da freue ich mich jetzt drauf. Schön die Gegner platt machen hier. Dann fangen wir hier doch direkt mal an damit. So, was gibt's denn hier? Hallo? Nichts.
Aha, hier gibt's doch was, schaut mal. Skorpione, ja, die dürfen natürlich in der Wüste nicht fehlen, ne? Moment, mach mal den Debuff hier. So. Ah, jetzt haben die mich auch vergiftet, ne, ist klar. Der Debuff bringt aber bei denen nichts. Okay, interessant, Leute, dann muss ich jetzt mal dann so auf die Ball. Schaut euch das mal an. Ah, Leute, hört doch auf, Mann. So, dann direkt mit einer Shotgun auf Skorpione. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber was soll ich machen? Ich liebe Shotguns. So, dann laufe ich dem dann nochmal hinter. Hier, vors Gesicht. Nein! Ah, was machst du denn, Eier? Ach, verdammt. Schieß doch den da kaputt, Mensch. Ja, es hat wieder kurz geleckt, das Spiel. Aber ja, der lebt immer noch. Krass. Ja, dann mach schneller, bevor der dich wieder piekt hier. So, alles klar. Ja, Freunde, Skorpione dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Gegengift, alles klar. Dann heil dich mal bitte. So. Gut, dann haben wir jetzt noch hier den Room 1, wo noch Gegner drin sind. Würde ich mal sagen, ja, killen wir die mal. Und was ist hier? Nichts. Ich mache so, nichts. Okay. Ah, Moment, ich kann mich da, glaube ich, an was erinnern. Genau, hier ist nichts, aber wenn ich, glaube ich, ins Bad gehe, hier, dann, genau. Schaut mal. Ach du Scheiße, voll, was ist das denn? Kleine Mini-Gegner. Schau ich mal an, die haben irgendeine Maschine am Mund. Keine Ahnung, was das sein soll, Alter. Irgendwelche Baby-Gegner hier. Okay, dann. Und die explodieren, Leute. Ja, richtig. Die Gegner explodieren, wenn sie sterben. Das ist krass. Macht auch ziemlich viel Schaden. Kasten. Aha, okay. Ja. Ziemlich verstörende Gegner, wenn man die mal zum ersten Mal sieht. Hier so Babys. Und ja, stimmt, ich habe ja mein Blitzlicht noch. Ne? Ich habe ja mein Blitzlicht noch. Dieser Kasten ist, glaube ich, ein Flare. Ne? Moment. Genau, Flare hier, Freunde. Inflict Darkness. Einwegverteidigungswaffe. Blendet den Gegner. Die meisten Leute benutzen es nicht. Ich werde es benutzen, weil ich finde, das ist ein sehr nützliches Item, wenn man einen Raum einfach mal instant, ja, platt machen möchte, die Gegner. Und deswegen werde ich das, wenn ich das bis nicht benutzt habe, definitiv ins Inventar reinpacken. So, aber mir fällt gerade was anderes auf. Nee, 491 XP. Oh, Leute, nein, bitte nicht die. Die nerven doch. Ja gut, okay, dann. Und Feuerball direkt. So. Pyrokinese. Nein, das... Verdammt. Ah, shit. Das reicht nicht für die. Okay. Der ist gegen die Wand geblatscht. Lauf! Nein! Ah, verdammt, ey. Die machen aber auch einen Schaden. Oh, da ist der nächste direkt. Ach du Scheiße, Freunde. Ich brauche jetzt dringend eine... Oh, Leute. Ich brauche jetzt dringend eine Pille. Weil sonst, ja, lauf! Ach man, Leute, das ist doch bescheuert. Gut, dann schmeiß den Feuerball in die Fresse und lauf! Boah! So. Puh, zwei Pferde hier. Nicht schlecht, Leute. Okay, nicht schlecht, aber wisst ihr was? Ich werde... Scheiße, das reicht nicht, Leute. Ich werde aber erstmal für meine MPs, oder wie viel habe ich? Ja, ich brauche noch 9, ich brauche noch 110. Werde ich mir jetzt erstmal ein MP-Wasser gönnen. Wo ist es denn hier? MP-Wasser. Benutzen. So. Dann benutze ich jetzt die MP und heile mich die genau die 30 Punkte. So, Leute. Jo. Moment mal. Nee, 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 nee. Moment. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich hätte gerne die Hydra-Munition von da, weil ich weiß nicht genau, wie viele Bugshots ich noch habe. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss noch mal kurz zum Auto. Ja, währenddessen kann ich immer hier so Leute grüßen.
die hier dabei sind beim Projekt. Ich mache mal ganz kurz hier. Dup, dup, dup. Ich möchte ganz kurz die Kommentare durchsplättern. Deshalb geht es jetzt hier ein bisschen langsamer voran. Genau, Leute, weil ich möchte euch auch persönlich hier begrüßen im Spiel. Das wäre einmal der Mastermind hat reingeschaut. Finde ich sehr nett. Ein Strategiespezialist normalerweise. Aber ich finde es cool, dass der auch mal hier kurz reinschaut bei Parasite Eve. Freut mich sehr, vielen Dank. Und das Mes kann ich ja eigentlich nochmal mitnehmen. Ne? Und ja, Dunkles Mysterium ist auch dabei. Freut mich natürlich auch sehr. Ne? Herzlich willkommen im Projekt. Und wen haben wir denn da noch? Also wir haben so viele Leute, meine Güte. Wir haben ja noch den Bendersnatcher. Cooler Name übrigens. Der schaut hier auch regelmäßig vorbei. Finde ich super. Vielen Dank. Ohne euch wäre das Projekt doch nur halb so funny, Leute. So, wen haben wir da noch? Das wäre es jetzt erstmal gewesen hierfür. Aber, Leute, ich freue mich ja schon, wenn zumindest eine Person hier aktiv zuschaut. Das ist doch die Hauptsache, warum man YouTube macht, ne? So, wo waren denn jetzt hier noch ein paar Gegner? Ach, hier ist gar nichts mehr. Okay, dann können wir direkt nach oben, Leute. Können wir direkt hier hoch. So. Alles klar. Zimmer Nummer... Ah, da sind jetzt Gegner. Da sind so Zombies. Und? Genau. Bam, bam. Bam. Und hau ab. Hau ab. Ihr blöden Zombies. Oh, ihr seid so widerlich. Schaut euch mal an, ey. Ihr seid so ekelig. Mach die kaputt da. Los. Und der kriegt mal einen Feuerball. Und zack. So. Alles klar, Leute. Gut. Weitermachen. Zack. Ich finde das so geil, wie die Körperteile hier rumfliegen. Das ist einfach episch. Okay. Und weg hier. Los. Ich will nicht von dir gebissen werden. Du bist eklig. Du bist eklig, mein Freund. Und Oberkörper weg. So, Leute. Kein Schaden gekriegt. Das ist schon mal gut. Ja. Genau. Gut, Leute. Dann war ja das Zimmer Nummer 6. Das war ja hier das, ne? Wenn ich mich nicht recht erinnere. Genau. Motel Schlüssel Nummer 6 benutzt. Alles klar. Dann sind wir jetzt hier in unserem schönen Zimmer, Leute. Schaut euch das mal an, die Einrichtung. Eine Jagdtrophäe. Dieses Zimmer ist besser als die anderen. Ein Büffelschell. Geil. Ja, der Douglas, der hat uns hier schon was Besseres gegeben. So, ein Kleiderschrank. Ich hab nichts zum Umziehen. Schade, ja. Schade. So, der will wahrscheinlich drauf aus, dass wir uns hier schlafen legen, aber... Ich leg meine Sachen hier ab. Schaut mal, hier ist eine Itembox. Hier ist eine neue Itembox, Leute. Das ist richtig gut. So, schiebt man die Munition rüber. Das ist richtig gut, dass hier noch eine Itembox ist, weil da können wir jetzt hier noch so ein paar Sachen ablegen. Wenn wir denn wollten. Wir sind eh voll. Nee, das Flair... Moment, ich pack mal das Flair ins Dings rein. In die Attachments. Weil das werde ich gleich definitiv mal benutzen. So. Dann würde ich mal sagen, hier, Flair. Wo ist es? Da ist es. Das werde ich definitiv gleich brauchen. So, Leute. Ja, wie gesagt, wir haben hier noch eine Box gefunden. Richtig cool. Können wir es auch zugreifen, aber nur auf die Sachen, die logischerweise hier drin liegen, ne? Auf die Sachen aus dem Auto können wir hier nicht zugreifen. Das ist nicht so wie bei Resident Evil. Okay, der will ja, dass wir uns hier schlafen legen. Das Bett ist gemacht. Aber ich bin nicht müde. Es ist noch zu früh. Ja, okay. Ah ja, dann... Dann schläfst du halt nicht. Dann ist auch okay. Ein Fernseher, schaut mal. Ein neuer Fernseher. Mr. Douglas hat mir wohl das beste Zimmer gegeben. Starkköpfig, aber ein guter Mensch. Ein Mädchen mit einem riesen Cowboyhut.
Annie Oakley, 1860 bis 1926. Eine meisterhafte Wildwestschützin. So. Keine Zeit zum Fernsehen, okay. Annie Oakley. Ah ja, gut, okay. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt hier unser Zimmer bezogen und da ist ein Telefon. Ein Überlebender? Verstehe. Eliminieren Sie die NMCs und suchen Sie nach der Ursache. Alles klar, dann speichere ich das jetzt nochmal unter meinem imaginären Speicherstand. Habe jetzt kurz ein Save State gemacht. Und ja, genau. Ich weiß nicht, warum ich das hier eigentlich immer mache, wenn der sowieso keine Speicherstände anlegt, aber ja, es könnte damit zusammenhängen, dass wir mit Save States am Ende der Folge arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gut. Da ist noch ein Klo. Wasser. Scheint da zu sein. Das Klo ist intakt. Das ist doch das Wichtigste, oder? Ah ja. Sagst du noch was zum Klopapier? Nee, okay, schade. So, hier. Mein Gesicht. Ich sehe aus wie 20. Soll ich mich darüber freuen? Ich kenne den Grund. Meine Mitochondrien wollen, dass ich ewig jung bleibe. Wie ein Vampir aus einem Film. Ich hasse es. Ich will nicht ewig leben. Die will also nicht ewig leben, okay? Das ist komisch. Naja, egal. Ein schönes Bad. Ein schönes Bad. Ja, das stimmt. Ah ja. Da ist die Dusche. Die sieht auch noch ganz gut aus. Glück gehabt. Heißes Wasser. Ich sollte mich irgendwann duschen. Jetzt eine Dusche. Ja, dann mach doch. Nee, Freunde, das kommt später. Das kommt später noch. So, dann würde ich mal sagen, haben wir hier einen offenen Balkon, ne? So. Eine Topfpflanze, sie ist verdorrt. Sie hat wohl lange kein Wasser mehr bekommen. Arme Topfpflanze. Eine verdorrte Topfpflanze, okay. Gut. Ah. Ein Wasserturm. Oh, Cutscene, Leute. Da steht einer drauf, okay. Tatsache. Okay. Da oben ist jemand. Ja, das sehe ich auch. Ah, ja. Das sehe ich auch, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier die Leiter runter. Eine Leiter. Ja, benutzt sie. So, Leute, jetzt sind wir hier nämlich an diesem Wasserturm angelangt. Und ja, ich glaube, genau hier kommt jetzt gleich so eine Szene. Hier ist so ein Gefahrhochspannung. Hier ist so ein Elektrotor. Aber da könnten wir allerdings auch rein, aber soll ich das erstmal machen? Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Komm. Die Folge ist sowieso in 5,5 Minuten vorbei. Oh, schaut mal. Oh nein, Leute, da sind jetzt so Steine. Moment. Kann ich hier was machen? Nein, ich brauche noch 7. Verdammt nochmal. Ich würde sau gerne jetzt das Plasma freischalten. Gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal weiter. Wow! Oh Gott. So ein Krüppel hier, ey, wirklich. So, Feuerball und direkt draufballern. Nein, lauf! Oh, sehr gut. Hey, das war doch gar nicht mal so schlecht. So, Item erhalten. MP-Wasser. Gut, dann muss ich das jetzt austauschen, aber womit denn? Mit dem Gegengift kommen. Das werde ich eh nicht brauchen. So, genau. Gut, Freunde, wir sind jetzt nämlich hier auf der anderen Seite von der Tür, wo wir eben in der Garage waren. Genau. Aber hier kommen wir noch nicht rein. Auf dem Schild steht G. Douglas. Eine Sprechanlage. Klingeln. Keine Antwort. Mr. Douglas scheint noch nicht zurück zu sein. Ja, okay. Das kommt, dann kommt das Gleiche. Okay. Hier ist auch noch zu, ne? Abgesperrt. Genau. Alles klar. Dann haben wir hier erstmal nichts mehr zu tun, Leute.
Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die andere Seite von dem Wasserturm. Mal gucken, was wir da haben. Wir müssen nämlich zu dem Wasserturm, zu diesem Typen da oben, ne? Und da schaut mal, das sind schon wieder diese Krüppel. Ach du Scheiße. Wie der guckt. Wie der guckt. Meine Güte, Leute. Gut, dann würde ich sagen, benutzt mal das Flair, Leute. Dann sieht er das auch mal. So. Und zack. Schaut euch das mal an, Leute. 104 Schaden das Ding. Ich weiß nicht, warum das keiner benutzt. Das Flair ist einfach mega. Ach, stimmt, Leute. Genau, jetzt kommt noch so eine Szene hier. Hier, genau das Ding hier, Leute. Was ist das? Es ist mit dem Zaun verbunden. Am Hebel steht Tor. Heben. Wenn wir das jetzt machen, geht's auf Zeit. Ich glaube eine halbe Minute oder so. Und dann geht das Tor wieder zu, weil es öffnet das Tor. Und wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir rechtzeitig da reinkommen. So, aber die Gegner, die sind natürlich noch da, ne? Deswegen sind wir auch noch im Kampfscreen. Wir müssen. Seht ihr das? Da hinten steht schon so ein Vieh. Okay, dann würde ich mal sagen, schieß da mal drauf da. Da habe ich nämlich keine Lust jetzt da dagegen den zu kämpfen. So. Der ist kaputt und ich muss mich jetzt beeilen, Leute. So, beeilen. Ah, da ist noch einer. Ah, verdammt. Okay, nee, dann lauf einfach da rein, los. Komm, lauf da rein jetzt. Okay, das haben wir geschafft. Gut. Und der ist einfach in der Höhle verschwunden oder so, okay. Ja gut, dann 100 Schaden, Leute. Das ist krass. So. Jetzt schieß doch mal. Okay. Ja, dann halt auf den da. Nein! Lauf! Ach, die brauchst du... Scheiße, Leute. Die brauchst du lange zum... Na. Um Gottes Willen, ich bin gleich tot hier. Ach, verdammt. Leute, heil dich bitte. Und lauf! Nein! Lauf doch! Ach Mann, Leute, das ist so eine, das ist eine anstrengende Szene hier. So. Dann greif mal an. Und lauf mal daneben. Sehr gut, Leute. Gut, der ist auch weg. Alles klar. Dem gebe ich erstmal einen Feuerball in die Fresse. So. Und direkt kaputt machen. So, ich habe nämlich nicht mehr viele Hitpoints. 45, um genau zu sein. Und wenn der anfängt zu laufen. Ja, super. Lad nach. Schneller und. Gut, der ist weg, Leute. Gut, lass den mal laufen. Boah, sehr gut. Und. Nein! Ah, verdammt, Leute. Nein, 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 nein. Das ist. Boah, das ist jetzt echt. Und lauf. Lauf einfach. Einfach auf Nummer sicher gehen hier. Und zack. Puh, haben wir es jetzt? Boah, wir haben die Szene geschafft, Leute. Die war echt knapp. Das war echt knapp, aber wir haben es, Leute. So, wir haben es. XP 600, BP 400. Gut, Medizin Level 2. Dann würde ich mal sagen, Leute, gehe ich mal in die Items und nehme mal direkt diese Medizin Level 2 benutzen. Und eine Medizin Level 1, die kann wieder hier ins Menü rein. Und hier am besten noch eine Medizin, am besten die Proteinkapsel. So, Leute. Genau. Meine Uhr hat nämlich jetzt geklingelt. Und ja. Das ist doch ein sehr guter Zeitpunkt mal wieder, um hier die Folge zu beenden. Ja. Wir haben jetzt hier eine Leiter gesehen, die runtergekommen ist und wer sich da oben befindet, Freunde, den sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss und ja, dann würde ich das jetzt zusammenschneiden und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.